Das heutige Video ist ein Follow-up zu meinem gestrigen Post. Ich habe gestern ein Video gepostet, in welchem ich... ich habe gestern ein Video gepostet, in welchem... Ei, normal! Mein neues Buch, Lebe stark, 50 Beobachtungen über Fitness und Ernährung, kann jetzt vorbestellt werden. Go get it! Yes, ladies and gentlemen, grüezi miteinander. Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie kritikfähig die Schweizer Fitnessindustrie ist. Ich habe gestern ein Video gepostet über Frieda Hodel. Frieda Hodel hat einen Fitness-Channel, der nennt sich Fit mit Frieda, oder ich glaube, der Channel ist von Blick, und sie postet dort Workout-Videos. Und in diesem speziellen Video zeigt sie die Übung Squats, also Kniebeugen. Nur das Problem ist, sie schreibt das Wort Squats mit D, und dann ist es ein Squat, und ein Squat ist eine militärische Teileinheit, und eine Squat ist eine Kniebeuge. Der Grund, warum ich dieses Video gepostet habe, weil ich einfach klarstellen möchte, dass ich es ein bisschen traurig finde, wenn du dich Trainer nennst und nicht einmal die Übung richtig bezeichnen kannst. Ja, ich kritisiere halt solche Sachen, ich bin mittlerweile ein bisschen die Fitnesspolizei. Ich finde es witzig. Es geht ja hier nicht um Frieda Hodel persönlich. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wie sie ist. Obwohl sie hat in ihren Kommentaren zu meinem Video, sie hat reagiert, hat sie ein bisschen von ihrer Seite etwas gezeigt. Leider alles gelöscht. Man kann es leider nicht nachschauen. Ich habe es auch nicht gescreenshottet. Aber was hat sie denn gepostet? Also sie hat auf jeden Fall darauf reagiert, aber ziemlich eingeschnappt. Hat mir gesagt, ich soll die Füße stillhalten. Hat sich lustig darüber gemacht, dass mein YouTube-Channel nur 20 Abonnenten hat. Schlussendlich hat sie auch private Fotos von ihren Kunden gepostet. Quasi diese Vorher-Nachher-Fotos. Und wollte einfach klarstellen, dass sie Erfolge hat. Sie bezeichnet sich selber nicht als Personal Trainer, sondern sie sagt, sie wird von der Presse so betitelt. Sie ist einfach im Gesundheitsbereich tätig, aber keine Ahnung, was sie damit genau meint. Aber auf jeden Fall war es ziemlich eine witzige Unterhaltung. Nur leider hat sie alles gelöscht. Frieda, wenn du das siehst, ich finde es ein bisschen schade, wenn du schon kommentierst und wenn du schon mit der Tür ins Haus fällst, so wie du das gemacht hast, dann muss man auch gerade dafür stehen, die Kritik einstecken, die darauf folgt. Ich habe ihr auch gesagt, hey, du machst dich hier ein bisschen zu Affen, aber sie hat das nicht gelten lassen, hat weitergemacht, und dann hat sie gemerkt, es haben noch mehrere Leute weiter kommentiert und haben, ja, das hat sich ein bisschen dann entwickelt, und dann hat sie alles gelöscht. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen, liebe Frieda. Und hier geht es ja nicht um dich, hier geht es darum, dass einfach so viele unqualifizierte und unprofessionelle Trainer existieren, die irgendetwas ihren Kunden versprechen und dann Geld damit verdienen und nicht wirklich qualifiziert dafür sind. Und da liegt mein Problem. Du musst die Übung, die du deinen Kunden zeigen möchtest, beschreiben können und richtig schreiben können. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du im falschen Beruf. Noch etwas dazu. Ich habe ja letztens noch einen Artikel gepostet über diesen grauenvollen Trainingsplan, den ich von einer Kundin bekommen habe. Und jetzt ist es sehr interessant. Der Trainer von diesem Gym hat seinen Job verloren. Dem haben sie gekündigt. Es tut mir leid für ihn, aber wahrscheinlich ist es der richtige Schritt, weil er ist im falschen Beruf. Das Fitnesscenter muss sich überlegen, wir müssen ein paar mehr Mitarbeitergespräche führen und müssen unsere Mitarbeiter ein bisschen mehr schulen. Und genau darum geht es mir in diesen Videos und in diesem Blogpost. Ich bin nicht der Beste, ich weiß nicht alles, ich bin einfach jemand, der Sachen kritisieren möchte. Dass man etwas ändern muss in diesem Fitnessbereich oder in dieser Situation, die wir drin sind, weil jeder nennt sich Personal Trainer, jeder ist ein Fitnessinstruktor, jeder macht alles. Und schlussendlich geht es um die Kunden. Es geht um die Menschen, denen wir helfen möchten. Wir können die nicht verarschen. Hier geht es um ihre Gesundheit, hier geht es um ihr Wohlbefinden und hier geht es um ihre ästhetischen Ziele. Es tut mir leid für diesen Trainer, dass er den Job verloren hat, aber vielleicht musst du dir Gedanken machen, dass du entweder im falschen Beruf bist oder dich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen musst. Das war's, ladies and gentlemen. Abonniert meinen YouTube-Channel, falls ihr neu seid. Like das Video, falls es euch gefallen hat. Dislike, falls nicht. Mein Name ist Gregory Gemaili von Lebe stark Personal Training. Bis zum nächsten Mal. Peace out.